Servus Leute, herzlich willkommen zurück bei einem neuen Part. Let's Play Pokémon Crystal Clear. Am letzten Mal haben wir den Felstunnel durchklemmt und sind in Lavandia gelangt, wo wir unsere Pokémon benannt haben. Und jetzt in diesem Part machen wir uns auf nach Brismania City, um unsere Pokémon ein bisschen stärker zu machen mit neuen Attacken. Genau. Und hier ist eine Beere. It's a Fredbergen Tree. Eine Beere, ja. Ein Busch mit Beeren. So, ja, genau. Und hier oben geht's in eine Höhle. Die kennen wir allerdings schon. Ja. Hier sind noch ein paar Trainer. Haben wir die schon bekämpft? Hey du! Gym Badges gives you advances. Ja, komm, weiß ich. In Pokémon Markt, ja. Ich glaube, hier haben wir schon alle bekämpft, kann das sein. Hier sind ein paar Biker. Dick und doof. Die Gebrüder dick, doof und dumm. Hier gibt es in der ersten Gen einen Typen, der setzt einen Quapsel und einen Quapuzzi ein und benutzt sehr gerne die Hypnose-Attacke. Total nervig. So, dann gehen wir mal durch den Untergrund. Und ja, jetzt sind wir in der kürzesten Route in Kanto, in der Route 7. Und da ist die Stadt, wo wir hinwollen. Und hier ist so ein Typ mit seinem Quaxo. Ich glaube, in der ersten hat er einen Quappo. Was auch immer. Wie hat er sein Quappo in ein Quaxo gemacht? Das geht doch gar nicht. Oder hat er sich ein neues geholt und ist entwickelt? Das kann ich mir kaum vorstellen. So, dann schauen wir mal, was wir da bekommen für TMs. Zap Cannon, Blizzards, Hyperbeam. Hyperbeam? Boah, Hyperbeam. Geil. Kaufen wir mal dafür. Kaufen wir mal. Nee, 6 Stück nicht. 5 Stück reichen. Solar Beam, Thunder. Thunder! Thunder! Dreimal Erdbeben. Zum Mitnehmen bitte. Dann noch Psychokinese zum Mitnehmen bitte. Dann noch Fire Blast. Nee, brauchen wir nicht. Zap Cannon. Zap Cannon ist eigentlich geil, aber ich mag Zap Cannon nicht, weil die so ungenau ist. Das ist ähnlich wie diese Power Punch Attacke da, ihr wisst schon. Die, was dieser Typ da, dieser Kampfarena-Leiter Typ da, kann. So, Toxic. Shadow Ball. Spiel Cutter. Dragon Breath. Ne. Icy Wind. Dynamic Punch war die Attacke, genau. Als nächstes. Ja, schauen wir hier noch. Headbutt, ne, Curse, ne, Rock Smash, ne, Sunny Day, ne, Sweet Scent, ne. Nein, 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 das gefällt mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Das ist alles nicht so das Wahre. Wie sieht es mit dem zweiten Set aus? Nein, nicht das. Ach Gott, ich vertipp mich dauernd. Es tut mir leid. So, hier ist Set 2. What, Rob, Psychic Up, Hidden Power, Small Endure Deck, Double Team Swagger. Sleep Talk, Swift, Dream Eater, Rest, Thief, Steering, Nightmare. Nee, das gefällt mir nicht. Das ist alles Abfall. Gut, dann schauen wir mal in die Spielhalle nach. Vielleicht gibt es da ein paar geile TMs. Welcome, we exhaust your Pokémon to fabulous price. Fuck, was habe ich da jetzt da angeklickt? Wir sollten uns vielleicht auch Leftovers holen. Könnte von Vorteil sein, brauchen wir 1000. Welcome, we exchanged your Pokémon for fabulous prices. Hier gibt es Pokémons. Alles von Heracross bis Larvitar. Aber keine geilen TMs. Schade. Hier ist nix, bloß Abfall. hier ist alles Abfall. Aber der Spielsüchtige. Ihr braucht Hilfe. So. Okay. Wir können uns noch ein paar geile Standardattacken holen in der anderen Spielhalle in Johto.
ist ganz einfach, dorthin zu kommen. Wir müssen einfach nur durch den Zug fahren und dann sind wir dann schon dort direkt. Und ziehen aber keine 200 Euro über Los ein, was schade ist. So, und hier wären wir auch schon. Und ja, ich sehe den Typen schon. Den kennen wir schon, den haben wir ja schon mal gefragt, ob er uns Attacken beibringt. So, was ist das jetzt? Achso, das ist Flammenwurf, glaube ich zumindest. Thunderbolt. Jawoll, Evil Ball, that tries to learn Thunderbolt, but Evil Ball cannot learn more than four moves. Self-Destruct, hau mal Self-Destruct weg. Okay. If you understand what's all amazing about this move, you have made it as a trainer. So. Und als nächstes hätten wir noch ein paar Eisattacken. Im Prinzip haben wir das schon gemacht, aber ich muss das jetzt nochmal machen. Ach, der kann schon Eis beamen, okay. Die Eienrobbe. Flamethrower. Okay, der kann auch schon Flamethrower. Alles klar. Gut, mehr geht anscheinend nicht. Was wir noch machen können, ist, wir gehen zum Mondberg. Und da gibt es ja dieses Dings da, ihr wisst schon. Dieser Attackentyp, der uns Attacken beibringt, die Pokémon eigentlich nicht lernen können. Und wir sind wieder in Kanto. Das heißt, wir gehen jetzt durch den Mondberg. Eigentlich könnte ich mein Fahrrad mal benutzen. Ich benutze so selten das Fahrrad. Komm, benutzen wir mal das Fahrrad. Komm, stirb, Magnet. Oder stirb nicht. Lass mich einfach in Ruhe. So, hier sind noch ein paar Trainer. Wollen wir die bekämpfen? Ich glaube schon. My Pokémon is the cutest in the world. So, dann zeig mal, was das cuteste Pokémon in der Welt ist. Es ist ein Donphan? Was? Ja, das Donphan ist sehr süß. Ja, genau. Was hat der für Probleme? Oh, ist das süß, das greift mich an mit Fury Attack. Vor allem süß, das ist ein männliches Pokémon. Wie kannst du ein männliches Pokémon süß finden, wenn du selber männlich bist? Ah. Das ist kein süßes Pokémon. Ey, der hat Probleme. Schnell weg von dem Typen, nachdem wir seinen Kollegen platt gemacht haben. Hoffentlich ist es jetzt nicht auch so ein Freak. Oh doch, das ist auch so ein Freak. Was hat der? Usaring. Alles klar. Immerhin sagt er nicht, dass das Pokémon süß ist, weil das Pokémon ist alles andere als süß. Die Vorentwicklung, die ist süß, ja, aber. Aber das Pokémon, das ist absolut nicht süß. Das ist eher. Eher. Eine Gefahr. Und du benutzt nur Feint Attack. Ach, natürlich geht mein Roar daneben. Vorhin, im letzten Part, haben wir gegen das Elektroball von diesem Typen gekämpft. Er hat dauernd Roar benutzt und die Attacke ging dauernd nicht daneben. Aber wenn ich mal Roar benutze, geht die immer daneben. Scheint wohl mein schlechtes Karma zu sein. So, Daisy, benutzt mal. Keine Paralyse, keine Paralyse, keine Paralyse, keine Paralyse. Sehr schön. Und Solar Beam.
Hit Kill mit einem Crit. Nice. Also wenn Daisy mal aufgeladen ist, dann haut es richtig rein. Oh no, my adorable Pokémon. Okay, es ist auch so ein Freak. Oh, nichts weg von den Leuten, die sind so komisch drauf. So, die haben wir schon besiegt. Und hier ist nichts mehr. Gut, dann hätten wir diese Route auch geklärt. Dann gehen wir jetzt durch den Diktatunnel. Die Diktas ignorieren wir mal. Die haben eben nicht wirklich das Level, was ich, ja, auf das ich scharf bin. So, Route 2. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach ja, zum Mondberg, genau. Ist mir gerade entfallen. So. Die haben wir auch schon besiegt, alle. Ach, den Typen habe ich natürlich vergessen. Es ist mal wieder typisch. Die ganze Route, bis auf dieser eine Typ da. Alle, der macht mich alle. Achso, Ellen, fuck, das N habe ich gerade nicht gesehen, weil mein Mikrofon im Weg war. So, Arty, benutzt mal. Sei artig und benutzt Rollout. Die Attacke trifft, trotz Sand Attack. Aber ich glaube nicht, dass es fünfmal treffen wird. Wahrscheinlich geht die nächste daneben. Die trifft auch. Autsch. Autsch, okay, das war's. Der Doppelteam, der Doppelkick ist zu heftig. Das übersteht Arty nicht. Okay, Superfeld, komm her. Benutze Shadow Ball. Eigentlich könnte ich Superfeld Hyperstrahl beibringen. Hyperstrahl, super. Super. Wie heißt die Attacke? Ach, egal. Fällt mir gerade nicht ein. Porygon 2. Warte. Und da ist ein Effekt. Ach, ich bin ja auch ein Depp. Geisterattacken funktioniert ja auch nicht gegen normal. Das vergesse ich ständig. Okay, dann kann ich nur mit Trick Attack angreifen. Ach, Super Fred ist so schnell wie das Licht. Und Angriff. Soll ich mal schnell zu dem Berg da rennen? Soll ich es nochmal machen? So mein Third. Okay. Was kommt als nächstes? Charmeleon. Blue Texo, die Entwicklung von Glomanda wird zu Glurak. Starter der ersten Gen. Feuerstarter der ersten Gen. Oh, es ist sauer. Wahrscheinlich, weil ich zu schneller war als er. Du willst ein Speed Battle haben? Ich geb dir ein Speed Battle. Ich bin immer noch schneller als du. Brauchst nicht mitten drauf zu sein, weil du langsam bist als ich. Und 55 für Super Ferret. Good night. Ja, good night. Um 14 Uhr, good night. Alles klar. So. Hallo, willkommen zu einem Pokémon Center. Wer kann hier? Pokémon Perfect. Okay. So, wir sind wieder in Mount Moon. Ach, nervige Pokémon, die skippe ich alle. Die sind ja nicht der Rede wert. Nerv!
Mann, das ist faszinierend, dass ich diesen Weg noch kenne. Und da ist das Haus. Und hier ist dieses System. So, Grist PC. Was Battle Tour? Kento TMs. Ach, hier können wir auch Kento TMs beibringen. Interessant. Aber ich glaube, das haben wir schon gemacht, ne? Takedown für Eevee Ball. Hm. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist besser als nichts. Nee, komm, brauche ich nicht. Nein, ich will nicht Takedown. Nein. 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 Ja. Bubble Beam für Alien Robbe. Warum eigentlich nicht, ne? Besser als Aurora Beam. Ich meine, wir haben ja Eisbeam, da brauchen wir keinen Aurora Beam mehr. Hornwill, Body Slam, Takedown, Double Edge, Bubble Beam, Mortar Gun, Payday, Rage, Teleport für Eevee Ball, ist ganz witzig, aber es bringt nichts. Reflektor, Behalt, Metronom, Skull Bash. Skull Bash für Eevee Ball. Nee, Skull Bash ist nicht so geil. Thunder Wave ist allerdings interessant. Sonic Boom können wir weghauen. Skull Bash. Fissure. Nee. Teleport. Mimic. Explosion. Delegator. Delegator für Iron Robbe. Interessant. Probieren wir es mal. Und zwar können wir eigentlich. Hau mal Horntrill weg. Horntrill ist eh nur so eine Spaßattacke. Aber Substitut wäre eigentlich ganz interessant mit dieser. Dieser Restattacke. Acid Armor. Der Hot Rock, ich glaube, den haben wir sogar Acid Armor beigebracht. Das ist besser als Amnesia, glaube ich. Aeroblast, Agility, Baton Pass, nee, Stafette, nee, brauchen wir nicht. Body Slam für Super Ferret, das ist doch gut, aber ich hätte gern was Geileres. Aber fürs Erste können wir ihn schon die Attacke beibringen. Es ist besser als Quick Attack. Hau mal Quick Attack weg, die Attacke ist schon geil, aber. Macht nicht so viel Schaden. Belly Drum, Baton Pass, Body Slam. Charm. Clamp, Confuse Ray. Dick, Dizzy Punch. Explosion für Hot Rock. Extreme Speed. Ich glaube, Evil haben wir Extreme Speed beigebracht. Oder macht es Sinn, Extreme Speed? Ich glaube nicht, weil. Weil Evil Ball hat eh schon eine hohe Initiative. Fire Blast für Daisy. Genau, da erinnere ich mich. Fire Spin. Genau, Eevee Ball haben wir Fire Spin beigebracht. Hauen wir mal. Ja, Thunder Wave. Hauen wir Thunder Wave wieder weg. Alles klar. Wir waren bei F. Fire Spin, Fissure, Flame Wheel. Was ist besser, Fire Spin oder Flame Wheel? Ich glaube, Flame Wheel ist, glaube ich, besser. Okay. Ich
E, F. Flamethrower. Genau, Daisy konnte Flamethrower auf jeden Fall. Und wir haben Paddle Dance weg, weil Paddle Dance ist eine physisch, ne, wobei physisch und spezial gibt es ja in der ersten, dritten Gen nicht. Also wir hätten die Attacke auch da drin lassen können, aber wir haben ja schon Solar Beam. Ne, machen wir ein bisschen Typenabwechslung noch rein. Flame Wheel, Fire Punch, Fly. Leech Seed, Light Screen, Magnitude. Ja, eigentlich interessant. Fire Blast kann man weghauen. Wobei wir haben Earthquake, dann brauchen wir Magnitude nicht. Mean Look, Mega Horn. Mega Horn ist auch interessant. Body Slam können wir weghauen. Wir waren jetzt bei M für Magnitude, für Megahorn. Metronom. Daisy kann Metronom. Und Arti kann auch Metronom. Da überlege ich ja nicht lange. Mean Look, Metronom. Aber Daisy braucht kein Metronom. Octazooka. Morning Sun, interessant. Was ist besser, Synthese oder Morning Sun? Ein Robbe Morning Sun beizubringen macht keinen Sinn, weil es keine Rests. Pain Split. Payday. Superfruit kann Payday, interessant. Dann hauen wir mal Amnesia weg. Superfruit wird uns reich machen. So, Payday. Jetzt haben wir P. Psybeam. Passt nicht so ganz für Super Furret. Pursuit. Verfolgung braucht man nicht. Rapid Spin braucht man nicht. Rock Smash. Passt schon für Super Furret, muss ich sagen. Aber gibt's was Cooleres? Sandstorm. Nee. Seismic Toss, Geowurf. Das ist doch einem Super Furret würdig, oder? Komm, bringen wir einen Seismic Toss bei. Den machen wir jetzt zum Kämpfer. So, Shadow Ball brauchen wir nicht. Shadow Ball ist scheiße. Passt nicht zu Furret. Seismic Toss ist viel geiler. So, Es. Es ist doof, dass man hier immer reingehen muss. Sunny Day. Sunny Day für Iron Robbe, das passt überhaupt nicht. Sweet Kiss. Tief für Evil Ball. Würde zu Evil Ball passen, weil Tief ist ja böse sein. Ich bringe das ihm jetzt bei, weil das einfach passt so von der Idee her. Und ich glaube, ich hau Mimik weg. Die Attacke werde ich eh nicht benutzen, wie ich mich kenne. Also T für Tief.
Tief. Dann Thunder. Ewig War kann nicht Thunder, okay. Wahrscheinlich, weil es die Attacke schon kann. Waterfall für Super Ferret. Naja, Super Ferret kann alles, ne? Waterfall wäre schon witzig. Ja komm, ich bin jetzt... HM not found. Achso, okay. Rap. Passt nicht. Okay, gut, mehr geht anscheinend nicht. Jetzt haben wir aber ganz coole Attacken für unsere Team-Pokémon. Jetzt haben wir noch ein paar TMs, die ich noch übersehen habe. Und zwar Hyper Beam haben wir ja noch. 5 Stück haben wir da eingekauft. Super Ferret mit Hyper Beam, das ist doch geil, oder? Da ist auch Step drauf, müsst ihr wissen. Body Slam kann weghauen. So, jetzt hat Super Ferret eine... ja... eine Killer-Attacke. Was ist mit Dynamic Punch? Können wir das auch Ferret beibringen? Ja! Oh, geil, das passt so gut. Ich glaube, ich hau jetzt Rest weg, weil Rest... Nee, wobei Payday hau ich weg. So, Super Ferret soll nur so Killer-Attacken können. Blizzard. Probier das mal mit Blizzard. Nein, Blizzard kann es leider nicht. Schade. Earthquake. Earthquake wäre auch geil für Super Ferret. Na, schade. Es kann keine Erfüllung. Wie wär's mit Psychokinese? Passt auch nicht so ganz, muss ich sagen. Naja, es kann auch nicht Psychokinese, schade. Rare Steel Wing. So, Super Ferret, dann schauen wir mal die Stats an. Hyper Beam, Dynamic Punch, Rest und Seismic Toss. Das ist doch eine geile Attacken-Moveset, ein richtig geiles Attacken-Moveset. Fehlt nur noch Extreme Speed oder sowas. Gut, dann haben wir Eevee Ball. Tief Rod, Flame Wheel und Thunderbolt. Dann Alien Robbel mit Mega Horn, Substituted. Bubble Beam und Ice Beam. Vielleicht können wir Bubble Beam durch Surf ersetzen. Haunted Rock, Erdbeben, Flamethrower, Acid Armor und Fireblast. Fireblast können wir vielleicht noch ersetzen durch irgendwas Besseres. Sunflora. Flamethrower, Synthese, Solar Beam und Sunny Day. Und, ja, Arty mit Metronomen Rod und Sunny Day. Wir könnten. Ne, können wir nicht. Wir können Iron Robin nicht irgendwelche. Oder wollen wir einen Hyperwaschstrahl beibringen? Ich weiß nicht. Ach, das passt schon so. Das muss ja schon ganz gut. Und dann gehen wir jetzt wieder aus dieser Höhle raus. Schauen wir mal, ob wir jetzt noch ein paar geile Items bekommen, die unsere Pokémon tragen können. Eigentlich macht es Sinn, wenn ich es speede, weil das ist ja eh nur so. Ah. So, da, da, da. Nach oben, weg. Dann da, dann da. Runter. Sand Slash ist mir egal. Fuck, jetzt bin ich zu weit. Nein, 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 nein. Crobat, zu bad, whatever. Ja, ja, genau, das letzte Stück vor dem Ausgang. War ja klar. Okay, jetzt dann nehme ich mir ein Pokémon, das fliegen kann, mit. Ihr wisst, welches Pokémon ich dazu nutze. Super Ferret gönnt sich jetzt eine Pause und ich nehme jetzt dann mein Spearow mit. So, Spearow, ich brauche dich. Jetzt sag ich hier, flieg mal nach. Ja, komm, fliegen wir mal erstmal hier hin. Vielleicht kriegen wir noch ein paar bessere Attacken.
für gewisse Pokémon. Außerdem müssen wir eh unserem Farbigel die Attacke Sketch wieder beibringen. Ach, das ist Attacken-Verlerner. Ich will ja Attacken-Erlerner haben. Move Reminder, jawohl. Sketch, alles klar. So, und was kann Daisy für Attacken? Razor Leaf, Rasierblatt, Petal Dance, Mega Drain, sonst nichts Scheiß. Ne. Wie sieht's aus mit Hot Rock? Ne, passt auch nicht ganz. Ein Robbe. Shit, das habe ich vielleicht zu schnell gerade. Mal schauen, wir haben ja Aurora Beam, Takedown, ne, alles Müll. Wieso könnt ihr nur Müll? Könnt ihr nicht was Gescheites lernen? Ne, das ist auch alles Müll. Spiro, ne. Okay, dann schauen wir mal, ob, ob unser Fürth noch ein paar Attacken kann. Ich bezweifle es zwar, aber schauen wir mal nach. Hauen wir mal irgendwie Ball weg und nehmen unser Fürth mit. Ja, ich speed es ein bisschen, einfach weil das jetzt ein bisschen langfristig dauert jetzt das Ganze. Ich will es schon ein bisschen schneller jetzt haben. So, Super Fürth kann. Defense Curl, meh, Quick Attack, meh, Fury Swipes, meh, Slash, meh. Ne, das ist auch alles Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Gut, okay. Dann fliegen wir jetzt nach Golden Road. Und gehen in die Spielhalle. So. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Attacken, oder? Beziehungsweise Items. Lucky Egg, Master Ball. Interessant. Experience Share. Quick Claw. Lucky Egg, interessant. Gut zum Leveln. Ja, und hier gibt es Items. Items sage ich. Ja, genau, das sind Items. Ne, die können wir unsere Pokémon zum Tragen geben. Scheiße. Bloß welche Items will ich gerne? Will ich haben von diesen Dingen? Also Lucky Egg ist geil, Experience Share ist geil. Eigentlich ist alles hier geil. Okay, dann schauen wir mal, wie es in Ducatia City aussieht. Ducatia City, Prismania City. Ich hätte halt gerne Leftovers. Das wäre halt das, was ich haben möchte am meisten. Ja. Nein, nein, hier nicht, sondern ich muss erst da reinschauen, damit ich weiß, was ich haben möchte. Berserk gehen, Scope Linse, Leftovers. Wollen wir uns Leftovers? Ja, komm, holen wir uns 6 Leftovers. Was haben wir denn für Items in unserem Inventar? Protein. Geben wir mal Protein, Super Fürth. Und Eisen geben wir auch Super Fürth. Wir haben gar nicht so gescheite Items. Okay, aber wir können uns Leftovers holen. Ja, wir haben schon ordentlich Kohle. Damit könnten wir uns 5 Leftovers holen.
Ja, holen wir uns 5 Leftovers. Nein, nein, scheiße, jetzt habe ich Red Candies gekauft. Oh Gott, ich bin so blöd. Ich bin so doof. Na, egal, okay, dann gehe ich wieder zurück. Mein Gott, das war jetzt meine eigene Dummheit. Nicht das erste Mal. Total. Ja geil, jetzt habe ich nicht genug Geld. Super. Ah, das war mal wieder so ein Kevin-Moment. Es tut mir leid. Okay, da haben wir noch 5 Leftovers. Oder 4. Ist egal. Leftovers. Ein Robbe. Dann Hot Rock. Dann Daisy. Jetzt gehe ich noch. Ich weiß nicht, wo es noch ein geiles Item gibt. Und zwar holen wir uns jetzt die Holzkohle. Die gibt es hier unten in Azalea City. Und zwar in diesem Haus hier, glaube ich. Ach, der gibt uns anscheinend Zerschneider, aber wir haben Zerschneider ja schon. Ah ja, das ist der Typ mit dieser Holzkohle. Genau. Das verstärkt die Attacke von Feuer. Das verstärkt Feuerattacken. Perfekt für unser Hot Rock. Und jetzt können wir die Leftovers hier Arti geben. Okay. So, ja. Gut. Und jetzt gehen wir zurück nach. Wir waren ja ursprünglich hier. Jetzt lagern wir uns das Spear rein, weil das gehört nicht ins Team. Du gehörst nicht da rein! Außenseiter! Outsider! You do not belong to our party. Gut. Alles klar. Ja, dann hätten wir jetzt auch unser Team wieder stark gemacht fürs Erste. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Im nächsten Part machen wir uns auf nach Fuxane City, machen die ganzen Trainer Platz und schauen nach, ob wir Surfer wieder bekommen für unser Alien, für unsere Alien-Robbe. Genau. Dann macht's gut, euer Jaka. Ciao.